lebte einmal ein Ritter in Quetz, der hatte 2 Frauen. Die Dorfbewohner fanden das nicht gerade lustig. Aus Liebe zu ihm schenkten ihm die Frauen 2 goldene Ringe. Diese beiden Ringe trug er an der linken Hand. Eines Tages ritt er an einem Schloss vorbei, das geradewegs in einen Wald führte. Doch die Dorfbewohner glaubten, der Wald sei verflucht, denn jeder, der in den Wald betrat, kehrte nie wieder aus ihm zurück. Der Ritter zog mit der linken Hand sein Schwert und versank im Sumpf. 200 Jahre später fanden 2 Räuber die Hand und steckten diese mit den Ringen ein. Bis heute wandert der Ritter durch den Wald und ruft: Wo ist meine Hand? Wer hat meine Hand? Die Dorfbewohner erzählten am Lagerfeuer den Kindern die Sage vom schwarzen Ritter aus Quetz. Die Kinder begaben sich in den Wald und suchten die Hand des Ritters. Nach einer Weile fanden sie die Hand unter einem großen Stein und warfen diese in den Sumpf. Seitdem ruht der Ritter in Frieden und er muss nicht mehr umherwandern.